Mist. Was? Mist? Du hast den Ohrtattoo weggeschmeißt. Hast du Mist gesagt? Ja, weil du ihn da reingeworfen hast. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe keine Ahnung, was dieses Video werden wird, aber ich hatte einfach mal Lust, jetzt hier mit der Kamera ein bisschen für euch zu vloggen. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel, denn es ist jetzt schon 17 Uhr. Aber ich denke, wir finden so einiges, was ich euch erzählen kann, was wir gleich so machen. Ich dachte, ich nehme euch einfach ein bisschen mit durch unseren Abend. Meistens filme ich ja doch tagsüber. Pauline ist jetzt gerade wach geworden, dann gehe ich gleich mal hin. Die macht ein bisschen kleiner. Ich nehme auch den Roller. Ich mag den Bärchen. Den Bärchen? Du hast auch ein Hugo auf deinem Arm, ne? Ja. Ich glaube den ganz oben. Nein, hier. Ach so. Ach, meins. Ja. Tschüss, Mami. Tschüss. Die Nachbarin ist auch wieder da. Habe ich hier noch Schokolade? Wir haben gerade nämlich Brownies gebacken. Kann man hier vielleicht sehen? Eine Fertigmischung. Ja. Ich kriege es nicht hin, selbst zu backen. Aber ich habe jetzt ja die liebe Verena an der Hand, die super backen kann. Aber ich muss sagen, er war echt lecker. Nur irgendwie ist er gar nicht so wirklich hochgegangen. Das war so eine günstige Fertigbackmischung aus Mini-Preis, glaube ich. Leona steht zurzeit voll auf Erdnüsse. Ihr wundert euch wahrscheinlich, wieso hier wieder dieses Abkochdingsgerät steht von Nook. Vaporisator, so heißt es genau. Den habe ich wieder rausgesucht. Ich wollte ihn eigentlich verkaufen. Aber da Pauline jetzt so viel beißt, gibt es ab und zu auch mal die Flasche, damit meine Brustwarzen einfach nicht allzu wund werden. Ich pumpe dann ab und gebe ihr dann die Muttermilch in der Flasche. Oder auch Alex, weil Alex hat ihr letztes Mal das erste Mal die Flasche gegeben. Und es war sehr emotional für Alex, also er hat sich echt gefreut. Und er meinte, Pauline sieht genauso aus wie Leona als Baby. Das sagen aber wirklich alle, dass sie sich extrem ähnlich sehen. Ich hatte gerade von der lieben Hellcat Annie ein Video gesehen, wie sie den Babykleiderschrank ausmistet. Das hat sie mich angefixt. Jetzt werde ich es wahrscheinlich auch machen. Ihr Video dafür setze ich gerne mal unten, Mama, in die Infobox. Ja, Schatz? Weißt du, meiner war kaputt. Was ist kaputt? Mein Tattoo, dann ist jetzt gerade ein Mann. Oh, der Weg ist hier versperrt. Nein, ich hätte mal auf. Was hast du alles in deinem Körbchen hier gesammelt? Alles Mögliche. Kaufmannsladen, Sachen, Nagellacke. Die Regale sind hier alle schon leer, weil wir haben letztens ausgemistet. Wir haben schon Spielzeug aussortiert, womit sie zurzeit nicht spielt. Und das haben wir in den Keller gepackt. Und ein neues Tattoo. Deswegen liegt hier alles frei. Und das sind zwei Kartons, wo alles Mögliche drin ist. Das muss ich auch noch aussortieren, die Tage, wenn ich Zeit habe. Das könnten wir jetzt auch zusammen machen. Dann sortieren wir jetzt das aus. Und dann gucken wir gleich im Babyzimmer, wenn Pauline wieder wach ist. Sie ist gerade noch mal eingeschlafen. Yay, mein Glück. Aua, mir ist gerade voll was auf den Fuß gefallen. Was? Siehst du, ich habe eine weiße Schleife mit. Wow, cool. Schön. Ich wollte hier ein bisschen ausmisten, Leona. Ja, Mann. Du kannst ja trotzdem hier spielen. Das habe ich für dich gemacht. Okay. Guck doch mal rein. So lieb von dir. So, Leona, wir gucken jetzt mal. Hier ist deine ganze Sammlung. Pferdesammlung. Wie heißen die nochmal? Fili Pferde. Fili? Leona, holst du mir mal eine Mülltüte? Dann können wir mal so ein bisschen was aussortieren. Hier dieses Sammelzeug, das brauchen wir nicht. Genauso wie diese Ü-Eier, da hat sie einfach viel zu viele von. Und warum sollte das Plastik einfach hier so rumliegen? Ein Arztkoffer. Und was ist da drin? Natürlich keine Arztsachen, sondern jede Menge Müll für mich. Zumindest für Leona nicht, aber für mich. Hier sind Plastikschlungen. Das braucht Leona auch nicht. Sie hat noch keinen Schlüssel. Das ist übrigens ein Stethoskop aus meiner Ausbildung zur Krankenschwester. Das habe ich hier geschenkt. Sie spielt damit. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir alles für den Arztkoffer. Das können wir dann hier sammeln. Papa ist bei der Bank. Ach so, es dauert ja sehr lange. Mehr. Was machst du denn jetzt? Das Eis. Sticker. Sticker kannst du an den Schreibtisch tun. Ja. Na, das ist Müll. Brauchen wir nicht. Aber
und das hier. Leona, das ist Müll. Ja, aber nicht von da was. Nein, die Pferde tue ich nicht weg. Das Tattoo nicht. Ja, dann tue ich das Tattoo zu Tattoo. Mist. Was? Mist? Du hast den O-Tattoo weggeschmeißt. Hast du Mist gesagt? Ja, weil du ihn da reingeworfen hast. Guck mal, sowas will ich Leona nie reinmachen. Doch, jetzt aber. Ach so, jetzt. Ach, Leona. Pauline ist wahr. Das können wir dann später in deine Verkleidungskiste reintun. Mhm. Jedes Kind hat ja so seine Sammelleidenschaften. Leona liebt ihre Kindernagellacke und ihre Filly-Pferde. Die werde ich ihr natürlich auch lassen, aber das kann man ja trotzdem so ein bisschen sortieren. Und sie liebt Pyjama-Helden. Kennt ihr die? Die sind so cool. Das sind halt ganz normale Kinder und in der Nacht oder im Abend werden die hier, zu Superhelden. Pauline ist wahr. Danke. Dann können wir gleich mal rübergehen und den Babykleiderschrank ausmisten. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wer eure Lieblings-Superhelden als Kind waren. Also ich fand total toll Spider-Man. Da hatte ich auch früher so eine Puppe, also so eine Spielfigur. Und wen fand ich denn noch gut? Muss man überlegen. Batman fand ich auch richtig cool. Und kennt ihr noch Popeye mit seinen Spinat und seinen Muskeln? Das habe ich auch immer richtig gerne geguckt. Alte Zeiten. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Leute. Die Kiste, da ist wirklich alles drin und sehr viel. Aber kriegen wir hin. Der Elsa-Koffer. Das kann man auch zur Seite packen. Hallo, du bist auch glücklich. Ausgeschlafen. Dadurch, dass hier zurzeit Bauarbeiter sind und das Dach oben dämmen, kommt sie nicht zur Ruhe tagsüber. Hat nur 20 Minuten heute geschlafen. Und jetzt mal richtig schön 2 Stunden am Stück, ne? Die ist wach. Berlinchen! Kasper! Stopp! Hallo! Wieder deine Füße fangen? Genau, ich wollte den Kleiderschrank aussortieren, weil jetzt ist der Sommer vorbei und wir haben viele neue Sachen. Und da oben auf dem Schrank sieht man schon, da habe ich jetzt Flaschen aussortiert. Die muss ich aber auch noch wegpacken. Medela-Flaschen, die ganz kleinen, brauchen wir einfach nicht mehr. Ich bin überlegen, ob man die verkaufen kann oder ob ich die behalte fürs dritte Kind, weil meine Milchpumpe möchte ich auch definitiv behalten. Ich weiß noch nicht, ob ich die dann nochmal in 3 Jahren benutzen werde. Hier die Schnur da, oh, voll süß, guck mal wie klein. Die hat sie benutzt, da war sie 1-2 Monate. Die kann ich ja wegschmeißen. Aber hier haben wir noch so Nuckflaschen. Das sind alles diese kleinen Flaschen. Jetzt trinkt sie ja schon viel mehr, jetzt braucht sie die großen Flaschen. Und nicht wundern, ne? Das liegt hier erst seit heute so. Hier hängt ihr neuer Schlafsack, der übrigens mega cool ist. Habe ich euch im letzten Vlog gezeigt. Der ist auch richtig schön warm. Und jetzt gucken wir mal. Ja, so sieht sie aktuell aus. Hier müsste ich eh aufräumen, von daher passt es. Ich glaube, ich mache mal Licht an. So, Bindestation ist auch soweit fertig. Ich muss hier noch den Nasssack da reinspannen und dann habe ich hier meinen Ersatz. Ich habe das hier alles ein bisschen umgeändert, wie ihr sehen könnt. Falls ihr Bock habt auf ein Wickeltisch-Update, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mache ich sehr gerne für euch. Ich muss hier auch übrigens noch die ganze Kleidung aussortieren. Also, das passt wirklich alles nicht mehr. Und ja, ich muss gucken und alles neu einsortieren. Hier unten sind noch alles Kleider. Dann werde ich mir jetzt wieder hier so einräumen, dass ich hier alles habe. Weil jetzt ist zurzeit so, hier gehe ich gar nicht mehr dran, weil ich genau weiß, da ist nichts mehr drin, was passt. Laufst du halt immer rüber zum Kleiderschrank und nehme mir da alles raus. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Achso, und ich wundere, ich bin ungeschminkt. Ich bin heute den ganzen Tag zu Hause geblieben, habe mich um die Kids gekümmert. Und Leona ist heute nicht in den Kindergarten gegangen. Es sind Ferien und deswegen ungeschminkt. Warum soll ich mich schminken, wenn ich nichts mache? Und wie gesagt, wir packen schon langsam die Kartons. Ich werde auch hier alles schon mal wegräumen. Das ist halt nur so Deko, was da rumsteht. Und auch hier habe ich schon ganz viel Babyzeug, was ich aussortiert habe. Oh, die schönen kurzen Strampler, alles selbstgenähte Sachen. Die kommen natürlich in den Karton. Und die Bücher werden wir auch schon aussortieren. Die wird Pauline nicht brauchen. Und auch da, selbstgenähte Kinderkleidung, muss alles in Kartons verstaut werden. Hier hängen übrigens meine Lieblingssachen. Ich liebe es, im Winter so Overalls anzuziehen. Da haben wir einmal den Teddy hier von H&M. Der ist richtig schön warm. Und dann dieses hier mit der Bummelmütze. Nein, das darf man keinen zeigen. Ehrlich gesagt ist das hier so Ablagefläche für Sachen, die noch zu groß sind. Aber auch die können wir schon in Kartons packen. Ich habe immer Angst, die Kissen alle bei ihr ins Bett zu tun. Alleine wegen Kindstod und so. Deswegen habe ich sie da reingeschmissen. Ansonsten ist da ihr Winterschlafsack, den kann ich jetzt rausholen.
Und den Wintersack, den werde ich jetzt mal zum Kinderwagen legen. Ich war da schon immer. Was macht ihr hier? Soll ich mal Licht machen? Ja. So. Ich hab die Mama. Ach, das ist die Knete? Ja. Achso. Ich lege da immer hier zur Babyschale dazu. Den Rucksack. Der Kronleuchter wird übrigens jetzt die Tage abgeholt. Leonas Lieblingskuscheltiere liegen hier rum. Der springt voll gut. Aber die schwarze nicht. Die schwarze nicht? Ja, weil die so weich ist. Ach so. Oh. Boah, so doll, ich erwarte es ins Gesicht zu kriegen. So. Und? Ich habe keine Lust heute zu kochen und der Kühlschrank ist leer. Und? Deswegen werde ich wahrscheinlich gleich Pizza bestellen. Mal gucken, ob ich Bargeld habe. Ja, habe ich. Bargeldchen! Liegt da noch ganz gechillt. So, ich werde diese Kiste nehmen. Na, sie liebt Cars, wie man sieht. Ich werde die Kiste hier nehmen, um ein paar Sachen vom Pony schon in den Keller zu bringen. Die IKEA-Kisten sind ja immer sehr praktisch dafür, hier ihr Zauberstab. Jetzt habe ich auch hier Paulines Spielzeug. Das habe ich schon gesucht für den Kinderwagen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dieses Video nennen soll. Umzugskartons packen, ausräumen, ausmisten und Putzvlog oder so. Ihr könnt mir auch gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen, ob euch solche Videos allgemein interessieren. Ich habe das geliebt für Pauline. Richtig süß, solche kurzen Strampler, selbst genäht. So. Hier habe ich zwei Nasstaschen für die Stoffbindung, die brauche ich noch. Wenn man sich das so anguckt, dann denkt man echt, hat das mal mein Baby gepasst? Das sind so kleine Sachen. So, da haben wir schon mal was zusammen. Dann geht es hier weiter. Der Strampler ist zu klein. Hier sind, glaube ich, alle Strampler zu klein. Jetzt hat Pauline Langeweile. Ich muss die jetzt alle neu kaufen. Weil eigentlich sind Strampler mega praktisch so zum Schlafen. Sexy! Hier die Söckchen habe ich gekauft für Pauline. Sind die nicht schön? So, ein bisschen was zu spielen hier. Pauline. Da ist noch Wäsche, die ich gleich zusammenlegen darf. Aber Kadabra, du hast eine andere Kamera. Lila, Hex. So, gucken wir mal weiter. Die Hose passt auch noch. Ich würde sagen, ich mache das ganze Chaos hier fertig und dann bis gleich. So, ich muss zum Fenster gehen, weil es schon relativ dunkel ist. Die Kids im Hintergrund, lasst euch nicht stören. Ich habe gerade die Wäsche hochgeholt aus dem Keller, die gewaschen ist und habe gesehen, dass man hier noch so Flecken hat von dem Karottenbrei. Die sind nicht rausgegangen. Dies werde ich jetzt einsprühen. Da habe ich eine Kaufempfehlung für euch. Und zwar der Flecklöser. Der ist so gut. Den benutze ich auch für die Stoffwindeln, wenn irgendwie der Stuhlgang nicht mehr rausgeht. Ist auch super bei Karottenflecken. Sprüht man einfach nur ein und dann ab in die Waschmaschine. Das ist wirklich gut. Ich sprühe es einfach ein, tue es in den Wäschekorb und wasche es dann. Und das ist wirklich alles wieder raus. Los. Wohin? Hier? Ja, natürlich. Wie fahre ich mit dir denn? Ich dachte, du warst bei dir. Nein. Du willst Jana schminken? Ja. Oh, ich glaube, sie hat die dunkelste Farbe ausgesucht, die es gibt. Könnt ihr ja gleich wieder abwaschen, ne? Ja, dann schlafen. Nee, gleich schon. Pauline guckt zu und gießt jetzt gleich ihren Abendbrei. Ich habe den gerade eingerührt mit Wasser. Das ist ein Grießbrei. Der schmeckt ganz gut. Ich habe jetzt gerade Paulines Zimmer fertig ausgemistet. Zeige ich euch gleich das Ergebnis. Es sind zwei volle Kartons geworden, die ich ausgemistet habe. Pauline hat wie immer brav aufgegessen. Die Mädels schminken sich ab. So, ich zeige euch jetzt mal gerade, wie weit ich gekommen bin. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber... Mahlzeit. Mahlzeit. Wie sie lacht. Also hier haben wir jetzt alle Pumphosen und Oberteile. Das sind, wie gesagt, die meisten sind selbst genäht, weil wir das einfach total lieben. Hier sind Bodyverlängerungen für die Stoffwindeln. Dann haben wir hier, da sind noch ein paar Bodies, die fehlen. Die sind in der Wäsche, Bodies, Schlafanzüge. Und ganz unten ist leer, da wollte ich aber dann Schlafsäcke reintun. Hier ist eine aussortierte Kiste. Ich mach sie erstmal gerne wieder. Und ihr könnt sehen, hier ist noch ein Sommerkleidchen mit Preisschild, hat sie nicht einmal getragen. Das ist Wäsche, die ich gleich noch zusammenlegen muss. Da ist auch noch mehr Babykleidung, die ich einsortieren darf. Und hier oben ist noch etwas, was zu groß ist. Genau, das werde ich dann aber machen, wenn die Pauline mich lässt. Jetzt
ist sie gerade so ein bisschen nörgelig, diese Zeit im Wachstumsschub. Wenn ich sie weglege, weint sie sofort und möchte lieber zu Mama. Und ja, nicht von Mama wegweichen. Und ich habe jetzt gerade Pizza bestellt und Pommes. Ich überlege mal, ob ich Pauline hier ins Bett lege. Vielleicht weint sie mich. Vielleicht möchtest du ja hier liegen, Pauline. Hoi, schön. Essen. Ja. Hallo. Super. Danke. Jenny hat mir gerade die Pizza geliefert, konnte nicht rechnen. So, ich habe jetzt Fernsehen angemacht. Pauline redet ganz viel. Guck mal, so. Wie cool da so, ne? Leona hat jetzt Pommes. Meine Pizza ist auch da. Und für Alex gibt es eine Sitze mit Hollandaise-Soße. Gucken wir mal, wie die aussieht. Tada. Salami mit Oliven und Schafskäse. Die hat die doch schon mal aufgegessen. Die ist lecker, ne? Genau, wir essen jetzt schon mal ein bisschen was, weil Alex ist immer noch bei der Sparkasse. Ich habe ihn gerade angerufen, die sind immer noch im Gespräch. Da geht es um die Hausratversicherung. Habe ich da einen Fleck? Nee. Da geht es um die Hausratversicherung und um eine Lebensversicherung. Pauline hebt das ganze Trapez rum. Geh weg, das stört mich. Ach so, okay. Ich bin hier nicht gewünscht. So geht's doch. So, guck mal, ein Elefant. Dann kann ich vielleicht noch weiter hier einpacken. Kämpfen, Pauline. Los, Kopf hoch. Einfach umdrehen. Was ist dir? Da, guck mal. Guck, ihr könnt sehen, es ist schon dunkel draußen. Deswegen tut es mir leid, wenn es nicht die beste Qualität ist. Aber ich wollte auch mal ein bisschen abends filmen, sonst filme ich immer nur tagsüber so viel. Ui. Was hast du in deinem Gesicht? Brei. Ich muss das jetzt alles mit Alex abquatschen, was es bei der Bank gegeben hat. Er war über 2 Stunden da. Und ja, ich würde sagen, wir beenden den Vlog hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!